Und nun, meine lieben Freunde, sehen wir hier oben auf dem Podium das, was auf einer karnevalistischen Veranstaltung nicht fehlen darf. Ein Zwiegespräch mit Dünnes und Scheel. Klatsch mal. Ich habe gelesen, du bist dieses Jahr 30 Jahre verheiratet, ja? Oh ja, dann. Schön. Und immer noch glücklich, da. Wie meinen wir das dann, 30 Jahre und glücklich? Ach, das ist ganz einfach. Das ist einfach? Ja, passen so. Zweimal in der Woche schön Russland, ne? Zweimal. Und dann begeht sie schön lecker essen und trinken. Herrlich. Und ab und zu Tänzerchen machen. Und anschließend den heißen nach im Hotel. Man, klasse, sag. Oh ja, du. Und an was für ne Tag, do oder dat? Meine Frau dienst das und ich frie das. Ja, dann ist ja kein Wunder, dann kann das ja länger halten. Das bringt ja, do. Oh ja, do. Was ist ja, aber da? Sag uns. Du warst doch für Gott mit dem Kaujumistörus auf der Hutzig, ne? Ach, sag, erinnere mich bloß nicht mehr dran, du. Ja, da erzähl mir doch ein Zwei-Wort am da. Also, ich kann dir nur das eine sagen. Ja. Wenn die Suppe so warm gewesen wäre wie der Wing, und der Wing so alt wie die Jans, und die Jans so fett wie die Braut, und die Braut nicht so schäl wie du, wäre das ein klasse Hutzig gewesen. Ja. Mensch, da hast du gefehlt, da war ja lasst. Da hast du gefehlt, schöner Fund bist du wieder. Ja, bin ich auch, ja, bin ich auch. Aber da muss ich gerade davon sprechen, sag. Wovon? Kannst du dich eigentlich noch am Ding Hutzigs nacherinnern? Am liebsten nicht, ne? Nee. Wieso, hast du jetzt vermasselt? Nee, eigentlich nicht, ich war super. So? Nur in meiner Begeisterung habe ich vergessen, wo ich war und an 100 Mal über den Kopf gegessen gelassen. Liebe Dünser, da war für sich schon der Ofen aus, wa? Eben nicht. Nee? Meine Frau war noch im Halbschlaf und hat noch 50 Mark zurückgejubelt. Das ist schön, ne? Ich bin Biot, bin ich. Ach, hör doch ab. Also, die ganze Inspirationen, die kommen doch nur von dem Alkohol. Wieso? Willst du es trinken? Nee, Dün. Der Alkohol ist schuld, dass der Balding Arbeitsstelle verloren gegangen ist. Also, das glaube ich nicht. Ja, nee. Und der Alkohol ist schuld, dass der Balding Frau fortgelaufen ist. Also, das weiß ich aber nicht. Ja, und der Alkohol ist schuld, dass du die Schwiegermutter geschossen hast. Richtig. Ja. Und der Alkohol ist schuld, dass ich sie nicht getroffen habe. Ah, ja. Hier kann man nichts anfangen. Aber ja. Und Scheel, du hast doch daheim noch so ein Aljur gestanden, ne? Ja. Fährst du hin und wieder noch ins Taxi damit? Ja, sicher das. So. Oh, ich habe für Gotem noch eine Stadtrundfahrt mit einem Ami gemacht. Ach, mit so einem McDonalds-Bubi, wa? Ja, ja, jetzt Jus. Pass auf, wir kommen am Dom, seht ihr, ho, wie lange ihr baut? Ich sage 5 Monate. Gut. Ach, seht in Amerika 1 Monat. Der Angeber. Ja, sicher, hey. Jetzt kommen wir gerade am Rathaus vorbei, da vorstellt wieder. Ho, wie lange ihr baut? Wie lange ihr baut? Ich sag, du wirst nicht laufen, 4 Wochen. Hätte ich auch gesagt, ne? Ich hätte in Amerika 1 Woche. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Was hast du denn da gemacht? Du hast vielleicht die Wut gekriegt. Ich mit 180 Sachen die Straße runter in Richtung Ring. Bevor man an die Länder kommen, fängt der hinten an zu schreien. Hey, halt, stopp! Sag, räsch ich doch nicht ab. Bevor wir 2 am Wasser sind, ist die Brücke schon fertig. Ja, Jung. So muss das sein. Ja, aber hör uns da. Ich habe jetzt Neues. Ich hätte eine schöne Tiergeschichte für dich. Sonst war nicht in Märchenstunde. Ja, du musst aber gut zuhören. Ja, ich höre immer, was du nicht siehst. Ne? Ja, jetzt pass auf. Also,
Ein Löw und ein Müschen, ne? Ja. Die haben zusammen spazieren. Fängt was Joda an, ne? Ja, ne? Und plötzlich fällt das Müschen in die Floren. Ach, das tät mir wohl leid. Oh, der Löw hat der Rexinger Sterze runterhängen lassen und so gut das Müschen da dran in den Hügel. Wie schön von dem Sterz, ne? Ja, ne? Ja, ja. Aber der Teufel will es, da fällt doch der Löw in die Floren. Jetzt sag bloß, du hättest das Müschen der Sterze runterhängen lassen. Ach, du bist doch nicht mehr geschehen. Nee. Das Müsse hat der Rexi Handy ausgenommen. Das Handy? Viel klein Müsse angerufen, die sind alle gekommen, haben ihr Städtchen aneinander geknüttelt. Und so gut der Löw sich da befreien. Mensch, klasse, sag. Ja, ne? Und was ist jetzt die Quintessenz davon? Was für eine Essenz? Dünn, was liest du aus der Geschichte? Das ist doch ganz klar. Ja? All deine kleinen Städtchen haben brauchen ein Handy. Was? So klar, ne? Ja, lief Lückscher, wir zwei haben immer jode Mut. Jedet uns schlecht oder jedet uns jod. Drum hängt der Humor nie an der Nähe. Made dem Liffe wie dünnes und schell. Allah. Die Gebrüder Jansen verkörpern diese Figuren schon seit 3 oder noch mehr Jahrzehnten. 40. Ja. So jung sind die. Sie, ich bin der Meinung, es gehört zu Köln wie der Dom und alles, was unsere Stadt als urtümlich auszeichnet. Bedanken wir uns bei beiden mit einem dreiberkräftigen Köln! Ja.